Hallo Leute und herzlich willkommen zur Folge von Smite. Hoi. Heute spielen wir die neue Göttin Mama Brigitte im Jungle. Ich spiele wie irgendwie eigentlich immer mit Justin. Hallo. Hallo, ich bin Mama Brigitte zum ersten Mal. Ich bin sehr interessiert, wie es laufen wird. Ich freue mich sehr drauf. Mama heißt das. Maman. Nee, es ist Maman ist nicht, sondern es ist Maman. Es ist halt wirklich Maman einfach. Maman Brigitte. Die Maman. Okay. Na. So. Mal schauen. Oh, fuck, wir haben sogar Baron's Brew. Oh, warte, kann ich mit dir reden? Ich möchte mit dir reden. You might be able to beat some of the other clowns around here, but there's no way you're beating me. Oh, ich weiß nicht, ob ich mit ihm reden kann. Wie geht das denn? Ich weiß es immer nicht. Ich hab auch nie eine Ahnung, wie man mit anderen Göttern interagieren kann. So, weil hundertprozentig hab ich irgendwas mit Baron Sandy. Aber, you know, irgendwie kommt da nichts raus. Ja, ich nehme mal Bountiful Bow wieder mit, das macht am meisten Sinn. Kann ich mit dir reden? Ich möchte taunten. Nein. Nee, schade. So, weil du hast. Nee, stimmt, du hast sie noch nicht spielen können, weil du. Weil die Person geliebt ist in der Runde. Richtig. Na. Sehr schön, das freut mich doch. By the way, Leute, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich mal ein Like freuen und abonniert gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Haha, ich dachte, ich erwähne das mal recht früh, damit die Leute, die das noch nicht getan haben, es auch tun und auch die Videos liken, logischerweise. Weil das im Endeffekt auch dem Video hilft, wenn geliked wird und dann wird es mehr Leuten vorgeschlagen. Und, you know. Was ist unsere Mission hier gerade? So. Hallo. Ich hab mal wieder mein Hut gewechselt. Oh. Oh Gott, viel Spaß, du bist wirklich sehr verwirrt. Ja. Mit ja, dem Shop. Das Problem ist wirklich der Shop ist nett, aber den haben sie total gefixt. Also der ist jetzt wirklich möglich. Ist aber nur am Anfang unangenehm. Aber der Shop ist sehr möglich. So. Okay, wie gedacht, hier ist nicht so das Crazyste gefühlt. Aber gut, es gibt schlimmere. By the way, Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Kann man wahrscheinlich hören. Nur falls ihr vielleicht irgendwie schniefen sollte oder husten sollte, was sonst alles, seid mir nicht zu so böse. Schmachtet nicht extra. So. Ich meine, leg grad, ob ich meine 1 einfach weiter behalten soll, um dann gleich extra Damage zu machen und dann weniger Cooldown drauf zu haben und so weiter. Ja, es ist halt so, mal schauen. Ich hatte irgendwie gehofft, dass. Was I'm the ist greatest. Ich hatte gehofft, dass Baron Sandy ein bisschen mehr spielt, anstatt so zu spielen, weil wir hätten gerade beide bekommen können. Oh, das war sehr, sehr cool von mir gemacht. Okay, egal. Oh, das habe ich gerade sehr gut gemacht, will ich kurz erwähnt haben. Weil die hat meinen Damage unterschätzt, ihren eigenen nicht gut eingesetzt. Das freut mich doch, dass wir jetzt im Early Game, dass im Early Game schon so funktioniert. Das ist doch immer schön. Wir können die angreifen. Ich bin keine Mitte. Ich weiß, ich habe mit dem selber geredet. Ich rede gerne mit mir selber. Das ist euch noch nie aufgefallen, oder? So, Mama ist da drüben, das heißt, sie dürfte gleich tot sein. Ich bin überrascht, wie viel Schaden ich doch mache, ne? Oh, ich hoffe, dass sie gleich nicht surrendern. Kannst du bitte nicht mal push doch nicht? Das ist bad. Man hätte nicht pushen sollen an der Stelle. Egal. Das war auch nice. 2 Kills hat schon gemacht. 1200 Gold. Ich könnte mir schon. Nein, ich brauche noch ein bisschen. Ich kann noch genau gar nichts. Wie läuft das also so, Lenzo? Entspannt. Oh, das ist doch schön. Oh, das fühlt sich sehr gut an. Also, das Kit fühlt sich sehr gut an. Ich finde,
Da kann man Kudos an die Entwickler machen. Also gut, es hat ja auch 2 Jahre gedauert. Oder fast 2 Jahre. Hm. Aber na, ich dann perfekt. Also weißt du. Warte mal. Soll ich rüberziehen? Ja. Jo. So, sehr schön. Super. Das ist auch so extra Damage. Wir können auf sie drauf. Oh, wir gehen hart auf sie drauf. Ich gehe von oben drauf. Ich könnte auch ihren Jungle Buff machen, wenn du jetzt nicht sofort drauf gehst, wenn du kurz warten würdest. Und nicht slow. Awesome. Oh, ich hoffe, dass sie nicht surrendern. Ich darf die Lanes nicht zu hart dominieren, weil jetzt bekommst du auch noch ihren Buff nicht, weil die Gegnerschimmer mal nicht hier ist. Oh, das tut mir hart leid. Das ist auch komplett unfreundlich. Ich kenne mal kurz Baba Yaga in der Mitte. Mach das. Die kann sich nicht leisten, so weit vorne zu sein und sie hat so ihren Dash rausgehauen. Awesome. Oh, ich hasse alles. Oh, ich fühle mich schlecht. Ich möchte nicht das surrendern. Du hast den Buff liegen lassen, by the way. Mit Absicht. Ah, okay. Soll ich dir helfen? Nee, kann oh, ich, die ist so low. Ja, die ist bad. Oh nein, wir dürfen nicht jede Lane von denen kaputt machen. Okay. Pass auf dich auf. Ja. Achso, er möchte den Waff zusammenziehen? Ich bin mir unsicher. Ich helfe mit ihm kurz. Ich geh's auf jeden Fall erstmal back. Ah, oh, das ist. Okay. Ich hoffe, dass sie noch irgendwie eine Chance haben und nicht ab 10 surrendern, weil das wäre sehr, sehr uncool. Ich hätte gar keinen Bock drauf. Ah, sie fühlt sich so geil an. Also, ich finde, das ist so ein geiles Design gemacht. Der Damage ist noch sehr stark am Anfang, wie man gerade irgendwie sehen konnte. Meine 1, also, dass die 1 so viele verschiedene Effekte hat, ist halt sehr, sehr stark. Weil ich habe Tick-Damage, ich habe passiven Damage, ich habe Aufschlag-Damage, so, und übertrieben wenig Cooldown drauf. Und die passive macht einfach insane viel Damage. Mhm. Mit der 1 kannst du dir sehr, sehr schnell oft stacken. Das ist halt ein bisschen insane. Also da bin ich mir unsicher. Ich hoffe nur, dass sie das noch ein bisschen nerven werden. Nerven? Dass sie... Leute, ihr seht doch gerade, dass sie rein, dass sie kommen zu euch. Bin auf dem Weg. Ich hab Ult. Ich bin ein bisschen insane. Ich werde gleich sterben. Nur, das soll ja nur. Oh, werde ich nicht, weil sie kommt zu mir, die Idiotin. Mulan ultet einfach. Lustig. Da habe ich ja sehr viel verkackt, sie aber auch. Ah, sie hat noch schlechter verkackt oder noch mehr verkackt. Lass doch nicht backgehen, uncool. So. Ich bin mir halt unsicher, wie ich mein Feuer benutzen soll. Was ich meine? Also, wie viel Fuel ich da mal verwenden soll, wie ich damit, so. Halt alles drum und dran. Was fühlt sich jetzt an, als ob ich es nicht durchlaufen lassen sollte, aber irgendwie auch nicht konstant nicht benutzen sollte und so ein Quatsch. Ich bin unsicher. Solane war noch nie so entspannt, ne? Ja. Solane ist immer scheiße, ich hasse Solane. Also ich liebe Solane, aber ich hasse Solane. Du wirst das hat nie irgendwas zu tun. Oh, die werden hart Solane, by the way. Oh, mein Schaden ist insane. Mach mal den Damage Buff. Den Damage Buff. Mach mal gleich den Buff. Ich mach erstmal den. Ja. Hier der Teil. Du musst halt nur aufpassen, dass sie nicht gleich surrendern werden, sofort. Ich bin auf dem Weg. Ich hab Ult. In 10 Sekunden, aber wir dürfen sie killen können. Du hast ja gar kein Problem. Ult, by the way. Mann, das tut mir leid. Das tut mir leid, wie hart die zerstört werden. Und ich möchte nicht, dass sie surrendern. Wie sollst du was nicht leid tun? Nee, es tut mir mal leid. Ich abuse gerade einen neuen Gott. Gefühlt. Also gut, ich spiele einfach gut, glaube ich, hoffe ich. Aber, so.
Gott, Abuser bist du. Ich bin noch ein Abuser. Die werden surrendern. Das möchte ich nicht. Können wir denen sagen, dass sie nicht surrendern sollen? Pff, ich weiß nicht, ob du einen privat schreiben kannst. Also man kann Leuten privat schreiben, ich weiß noch nicht, wer das geht. Ich schaff das immer nicht, ich bin noch mitten damit auseinandergesetzt. Man kann irgendwie, ach Leute, wisst ihr, wie man Leuten privat schreibt? Kann man in die Kommentare schreiben. Mein Clear ist jetzt auch sehr stark geworden, sehr insane. Ah, sie wird genervt. Aber es ist auch selbstverständlich, neue Götter. Also wie gesagt, ich finde ja immer, neue Götter sollen OP sein. Beziehungsweise nicht OP, sondern einfach ein bisschen zu stark sein, damit das halt mehr Leute spielen, mehr Leute testen. Ich würde sagen, lieber ist ein Gott zu stark, als dass ein Gott zu schwach ist. Weil wenn ein Gott zu schwach ist, dann bleibt es für immer. Bleibt er für Jahre lang noch der Gott, der zu schwach war am Release. Das ist halt, oh Mann. Kannst du feeden oder sowas, damit die einen Kill bekommen? Damit die nicht surrendern? Warum soll ich feeden? Ja, ich hab 5 Kills, wäre ein bisschen schlecht für meine Stelle, wenn ich feeden würde. Vanith ist tot. Oh, jetzt habe ich jede einzelne Lane einfach kaputt gemacht. Oh. Das schön mit euch. Hast du jede Lane kaputt gemacht? Naja, ich habe jede Lane gewonnen. Solo. Ich habe dich gegankt zweimal. Ich habe Mitte irgendwie dreimal gegankt. Kein einziger Gank von den Gegnern hat funktioniert. Selbst das da hinten funktioniert nicht. Die sind schon so desperate, dass sie unter den Tower gehen. Also es wird ein sehr klares Surrender Attend. Aber was ich glaube ich gut finde, die schreiben noch nicht. Jedenfalls sieht das nicht so aus, als ob sie schreiben würden. Das tut sehr gut. So. Ah, die Passive ist insane stark. Also wenn ich ja schaue, wie viel Damage ich damit mache, wie viel Clear ich habe. Ich muss auf jeden Fall das Hard ändern. Ich blick nicht durch. So schlimm. Ja. No. Also man gewöhnt sich wirklich dran. Also da will ich jetzt nicht zu, Spiel mal ein bisschen damit. Mir fehlt der Überblick. Einfach. Ja, man gewöhnt sich dran. Das Spiel einfach ein bisschen damit und dann wird das. So, dann können wir backziehen dann gleich. Dann nehmen wir einfach einen Rune mit. Ich muss mal in meinen Ward sitzen, den ich die gestern mit dabei habe. Ich weiß nicht, wieso ich einen Sentry Ward haben wollte, aber ich habe einen Sentry Ward gekauft. Ein Sentry? Ein Sentry-Warde. Ein Wächterstein? Ein Wächterstein. Oh ja, der schöne Wächterstein. Was für ein Stern, der Wächterstein. By the way, dein Blubber fliegt, falls du ihn jemals haben möchtest. Ja, ich hole mir den. Ich kriege noch die Wave in Ruhe. Ja, ja. Ultimate is ready. Ja, kannst du. Hi. Oh, du hast ja immer noch nicht den Cooldown-Dings gemacht. Cooldown-Totem. Der ist noch gar nicht da gewesen. Oh, tu mal was. Der war noch gar nicht da, was soll ich denn machen? Also nicht. Schneller legen. Okay. Was? Gut, ich wieder. Das Gold, die werden jetzt nicht surrendern. Das haben wir irgendwie sehr schlecht gespielt. Ich hätte irgendwie damit gerechnet, dass der Gap mir ein bisschen mehr helfen würde, als was er getan hat. Das hat sich gerade nicht sehr gut angefühlt. Na gut, Isaac geht jetzt scheinbar, Leute. Okay, da habe ich einfach null den Damage, aber natürlich nicht den Damage nicht erwartet, sondern ich dachte, ich hätte einen Gap, der mir helfen würde. Das war gerade so ein bisschen das Problem. Weil, Nash ist gerade sehr, sehr stark gewesen gegen mich. Der konnte einfach alles von mir silencen. Schaffen die bestimmt. Ja, sehr gut.
da. Okay. Aber gut, aber nur, es sieht ja bisher recht okay aus. Wir haben gleich nichts abgegeben. Ich bekomme ein Soul Gem Proc nach dem anderen, ne? Na, sehr schön. Ja, du hast aber. Also, ich weiß halt nicht, wie so. Der Cooldown ist halt jetzt krass untergesetzt worden, oder? Teilweise? Ich weiß nicht von was jetzt. Ich glaube von der 1. Ach, von irgendwelchen ihrer Fähigkeiten. Na, ich gehe kein Risiko ein, ich bin nicht doof. Du kannst. Okay, gut, ich treffe dich einfach auch nicht. Egal, lassen wir es einfach, wir müssen keinen Spaß mehr machen. Gegnerische ADC fehlt. Es könnte sein, dass die vielleicht irgendwie bei dir sein könnte. Ah, tut sie nicht. Digga, hör auf mich anzugreifen. Sehr schön. Was denn? Ich liebe es so sehr. Das Prospekt ist so geil. Die haben am meisten, also das Prospekt am meisten Beleidigungen im ganzen Spiel drin. Plus, irgendwie, es gibt noch teilweise extra Beleidigungen die, bei manchen Sprüchen. Das ist so cool. So. Aber ich bin sehr, sehr squishy. Das fällt mir auf. Ich brauche also gefühlt sollte ich Lifestyle kaufen. Ich weiß noch nicht ganz welches Item, aber. Oh. Bancrofts. Ja? Oh, das Cooldown-Ding ist ja immer noch nicht da. Ja, es kommt jetzt, warte, wenn es kurz, wenn du es noch nicht aufnimmst, dann mach ich es schnell. Nee, es ist schon zu spät. Ja, ist deine Schuld. Viel zu langsam. Gegner haben wir auch noch nicht gemacht. Ich würde rüberkommen, ganken. Ult. Ich hab zwar keine Ult, aber ich hab Damage. Das ist sehr bösartig, dass ich so lange einfach untargetable sein kann. Das ist halt eher das Starke an nicht, dass es ein Dash in die Gegner rein ist, sondern einfach untargetable. Das ist so eine wichtige Art von. Okay. Stone of Binding? Oh, scheiße. Kannst du mir helfen? Oder nicht? Ich bin tot. Life is pain. That's too bad. Sorry. Da war ich gerade so greedy. Passiert. Was hast du? Bankrupt Seller soll ich kaufen? Ja. No, wieso nicht? Du bist ja der Mage. Du hast ja die Mage-Ahnung. Bankrupt hat auch einen. Ja, Kurs hat auch verstärkte. Er hat auch Griff-Items so rum. Ah, es wurde Gedata meint jetzt wieder vom letzten Patch. Und wir hatten ja über Colorforge Sachen geredet. Und es scheint, als ob es noch ein zweites Colorforge Event kommen wird. Also in diesem Jahr noch. Wird sehr interessant. Ist ja auch nicht schlecht. Na, aber das Problem ist, es sind so viele. Es gibt wieder so viele Events, wo man Geld für ausgeben muss. Oder kann. Haha. Aber gut. Kann, weiß, was Skins sind. Du musst genau nichts kaufen außer Götter. So, in diesem ganzen Spiel. Die ist gerade explodiert. Ultimate is ready. Okay. Das ist auch nicht so nicht zu easy, Madame Fangs zu treffen, lustigerweise. Was zu treffen? Madame Fangs, also mal die Schlange. Weil das Projektil so langsam ist.
Okay, ich pack einfach alles, was ich packen könnte. Oh, die sind gleich tot. Awesome. Wir wollen halt auch, dass sie mich kaum ganken kommt, ne? Naja gut, Dude, die ist bad. Die hat keine Ahnung, was sie tut, die steht 07. Sie hat keine Lane gut ganken können. Außer, dass, halt teilweise, dass die halt teilweise zu viert in der Mitte sind. Wäre cool, wenn ich Hilfe bekommen würde. So. Nice. Warten wir kurz hier drüben und gehen weg. Wer hat die Bomben bekommen? Gap. Sehr cool. Isa kommt gerade zu dir rüber. Ich glaube, die möchte eine Tower machen. So. Und das bringt die Texte, oder? Ich find's witzig, Mulan macht mir Minusschaden, ne? Oh, die Arme. Sie tut ihr Bestes. Sie muss nur ganz fest an sich glauben. Lebt deinen Traum, denn er wird wahr und so. Oh, was? Unangenehm. Und was baut die überhaupt? Ja. Magical Defense und die macht mir nix. Dann mache ich hier wirklich mehr. Sehr schön. Hab mich gerade gewundert, wie Baron gestorben ist. So, okay, mal kurz Neath. Ach komm. Unangenehm. Ich hoffe, sie ist tot. Oh, wow. Ach nee, ach, die kommt nicht, hat kein Escape. Lass mir das mal ganz kurz. Ich hab zwar gerade hart verkackt, aber egal. Man lernt ja dazu. Hätte man jetzt besser spielen können. Oh, fuck! Oh mein Gott, ich hab überlebt. Ich hab überlebt. Wie auch immer das gerade passieren konnte. Das ist insane. Sehr schön, das gefällt mir doch. Die arme Baba. Die hat probiert, mich zu killen. Welches ist ihre Ult dafür? Ich glaube, die Baba ist mit die beste. Also, Baba und ich sind die besten von. Na, gar nicht. Das Lustige ist, die sind alle gar nicht mehr so schlecht, oder? Also, gut, ich weiß nicht, was die Mudan macht. Aber dadurch, dass die einfach einen nicht existierenden Jungler haben, läuft es halt einfach sehr schlecht für die. Du kannst auch deinen Buff mitnehmen. So, okay. Das sieht ja recht okay aus. Bisher. Mit meinem 10-2. Das könnte schlimmer sein. Aber gut, der Kill gerade war wirklich nicht deserved. Ich hab hier so viel Quatsch gemacht. So. Ihr pusht auch alle zu hart rein. Ich würde, also ich, an sich könnten wir die Goldfilme angreifen. Weil, keine Ahnung. Die einzige Lane, die irgendwie gankable ist, war die Duo-Lane gerade. Und das auch nicht mehr, weil die einfach abgehauen ist jetzt. Plus, die haben Vision. Ach komm, Mulan. Yes. Oh wow, es hat mich getroffen. Lustig. Ach, hey. Oh, alle gehen einfach gerade, okay. Oh, was ist da passiert? Ja, dann kam endlich mal diese Brigitte. Frau Brigitte. Hast du etwa die Brigitte lesen müssen? Mm.
Oh Mann, ich muss meine Eins noch wirklich herausfinden, wie ich das alles reinsetzen sollte. Oh, fucking Aegis. Magical Defense brauche ich noch. Ich glaube sogar auf Manticore Spikes. Das kann gut sein. Also Manticore Spikes könnte wirklich gut funktionieren. Okay, wir müssen mal kurz aufpassen, wir geben denen die Möglichkeit zu gewinnen. Das mag ich nicht. Wer hat sich vorhin beschwert? Ja, nee. Du musst ihn halt... Guck mal, wir haben denen eine Hand gegeben und wir haben denen den Finger gegeben, die haben gleich die ganze Hand genommen. Die haben den ganzen Arm genommen. Das ist ein bisschen unangenehm. Und unser Team zieht den Arm nicht zurück, sondern füttert immer und immer mehr rein. Was einfach ein bisschen doof ist. So, ich habe gehört, das ist nicht gut, wenn du mehr Körperteile abgibst. Weißt du, es könnte schon besser sein als sowas. Ja. Wir machen da ein bisschen viel Quatsch, aber ich bin stolz auf die Gegner, dass sie nicht surrendert haben. Obwohl sie hätten eigentlich surrendern können. Oh, awesome. Okay. Oh, shit. Ach, ich glaube eigentlich lohnt sich für mich als das Lifesteal. Mhm. Lifesteal tot. Mhm. Bin jemand auf Baba. Sehr schön gemacht. Das war wirklich sehr wundervoll. Oh fuck. Bin mal back. Nicht fehlt. Ne, nicht ist auch tot. Awesome. Und ihr könnt direkt Mitte weitermachen, weil da der Titan ist. Oh, jetzt werde ich angerufen. Oh nein! Dann mute dich, wenn du kannst. Sehr cool. Warte. Was machen die jetzt da? Okay, die wollen einfach reingehen, dass ich nicht. Also, okay, keine Ahnung, unter den Tower halt. So. Das sieht doch bisher recht angenehm aus. Wird doch gut gemacht. Sonst könnten wir weitergehen oder wir machen es einfach. Also, ich könnte mal Fire-Tot machen, lustigerweise. Würde ich es. An sich können wir Fire-Tot machen. Ja, wir machen Fire-Tot einfach. Das ist easy. Wir haben genug Schaden, gegen ein bisschen mitverteidigen. So. Okay, das hätte nicht alles müssen. So geil. Ich frage mich, was sie noch als so viel wundervolle Beleidigungen hat. Ich hab ja. sehr schön. Das ist immer schön. Funktioniert eigentlich Golden Blade mit ihr? Also mit der passiven? Weil es ist ja jede Art von Damage. Heißt, wenn ich in einen. Wenn ich Flächenschaden mache mit meinen Auto-Attacks, dann zieht es auch durch so. Also. Bekommen alle Targets dann auch die Passive auf sich drauf? Wäre jetzt so interessant zu wissen. Ich glaube bestimmt, oder? Muss ein Baba killen. Oh, der ultet sogar. Oh, insane. Lustig. Quadra? Ist ein Quadra mit drin? Oh, shit. Oh, kein Quadra. Ich hab zu lange gebraucht. Jetzt sind wir noch nicht, oder? Nein, noch nicht. Werden wir da keine Minions? Hatte Baba House. Wir könnten die Goldfree machen, wir könnten pushen. Haben wir jetzt auch so eine Bombe? Ja, hat eine Bombe. Aber setzt sie nicht ein. Schade. Na gut, schaffen wir easy.
Wir könnten beenden eigentlich, aber gut, mach gehen wir weiter. Also. Und danach können wir auf die Goldfühle gehen, easy. Dann haben wir literally alles raus. Also, wir hätten noch beenden können, glaube ich. Aber wir haben sehr, sehr viel rausgeholt. So, machen wir das mal kurz ab, damit die Sachen nicht bekommen. So. Das ist auch angenehm aus. Die Ult, also gut. Der Teamfight wurde gerade sehr stark gewonnen. Ich hab niemanden gesehen. Oh doch, hi. Oh, au. Das ist ein Problem. Der hat mir auch gerade 1000 Schaden gemacht. Ich weiß nicht ganz gekommen, woher der Schaden da kam. Retreat. Ich würde gehen an der Stelle wissen. Also, oder auf Baba Yaga. Nicht auf dem Deck, aber auf Baba Yaga. Hinter die Baba Yaga. Wenn auf jemanden, dann auf Baba Yaga, aber niemals auf den, niemals auf dem Tank. Also, ihr hättet an sich auch gehen können, nachdem ihr Mulan gekillt habt. Es war ein bisschen in, dass ihr da reingegangen seid. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass die mir so viel Schaden macht, die Mulan. Und dann natürlich einmal Baba mit irgendwie 600, fast 700 Schaden random. Unangenehm. Wo hab ich denn? Hm. Oh, ja, genau. Das ist schwierig, nebenbei jetzt zu telefonieren und dann zu spielen, ne? Ja, willkommen im Leben. Das hat mich ein bisschen gefiltert. Also ich habe so. Oh, ich hab 4000 Gold, oh Gott. Ne, will ich mit. Ich habe gerade so viel Schaden bekommen auf einmal. Damit hätte ich null gerechnet. Das war ein bisschen sehr unfreundlich, muss ich zugeben. Mag ich nicht. Aber ich bin halt irgendwie auch explodiert. Also die Mutter hat mir so viel Schaden gemacht und ich habe irgendwie Ult ab von. Ult von Mama abbekommen und dann noch, wer ist es? Entweder einmal Baba mit ihren, mit ihrer Flasche und das war's einfach. Ist halt schon sehr uncool. Ich bin halt, aber ich bin krass squishy. War es, glaube ich, auch sehr gut. Mal schauen, wie gut, richtig schlecht mein Bild ist. Ich habe jetzt recht viel. Oh, fuck. Die Wiener hast du. Ah, ihr fallt. Okay. Okay, danke für die. Danke für die Hilfe. Ich hätte einfach. Ja, I don't know. Aber es war mein Fehler. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht deswegen verlieren. Ey! Diese Scheiß-Minions haben mein Dings. Ich hab irgendwie damit gerechnet, dass. Kann er sich bewegen? Danke. Digga, warum ist die so schnell? Wer? Na, Nief! Warum? Kann ich dir nicht sagen. Was macht ihr denn da? Okay, wenn auf jemand auf Baba, sondern auf die Squishy-Leute von denen. Nicht vergessen, auf dem Boden, dass da auf den Boden packen. Du stattfindest dich nicht. Sehr schön. Du musst wirklich das Feld auf den Boden packen, wenn du gegen Baba, spielst. Ich weiß, aber das war nicht ab. Ah, okay, ich hab nicht gesehen, was du vorher angesetzt hattest. Oh, fuck, ich. Sorry, my fault. Das war hart, mein Fehler, dass es gerade so gelaufen ist. Ich war 17 HP. 17 HP. Schön, dass du überlebt hast. Schön, dass du noch mit uns bist. Ja. Ja. Attack! Das hab ich gerade sehr bad gespielt. Das fuckt mich ein bisschen ab. Die Nip hat mir auch, ich glaube 600. Ja, 600 Schaden gemacht mit der Ult. Interessant. Oh fuck, aber wieso ist dann die Isa? Na gut, die Isa kann nicht gut drin sein. Leute, ihr seid ein bisschen hart alleine und ein bisschen scattered. Nein! Ich war jetzt so lange gestunt. Scheiße. Bin doch ein bisschen squishiger, als ich dachte. Ach Mann, ich hab. Wir verlieren das wirklich noch? Es steht 35-13, das ist doch nicht ernsthaft. Und ich gebe, also gut, ich gebe einfach einen Shutter nach dem nächsten ab. Das ist einfach hart mein Fehler gerade. Oh. Weil ich auch so lange gestunt bin, ist auch insane. Die Mama hat mit so wenig Leben überlebt. Das ist richtiger Abfuck gerade. Oh. Okay, ich muss überlegen. Ich muss ein bisschen spielen. Es hilft auch nicht sehr, dass der Gap einfach immer wieder einfach nur auf K ist.
Wir brauchen Walls. Ja, verbessern wir dich und dich. Ah, ja, ich muss immer besser spielen. Das kann ich sagen, dass ich gerade so spiele. Das ist halt wirklich nicht gut. Es war auch nicht sehr gut, dass ihr da reingegangen seid, ohne dass das Team da war, um ehrlich zu sein. Da muss man halt einfach, Teamfights darf man nicht so dumm alleine spielen. Sagte er und ist dann im Endeffekt alleine reingegangen und wurde ist einfach explodiert. 1700 Schaden von Mama. Ich weiß nicht, woher der Schaden kam. Der als einziges sogar gestorben ist. Ja, weil ich halt reingegangen bin, weil ich dachte, okay, let's go. Aber, ah, sogar die Unifury. Da hast du ein Wort dafür, sehr gut. Oh fuck, er muss aufpassen. Aber an sich, die Squishies sind gerade da. Lustig. Okay, awesome, das war's. Jetzt können wir beenden. Ja, sehr cool. Das haben die auch gerade sehr doof gespielt. Dass die beiden Squishies sich da haben grabben lassen. Oh fuck. Oh fuck, er macht mir gerade viel zu viel Schaden. Ich muss hier raus. Oh, sehr schön. Wir hätten es lustigerweise gar nicht so ändern müssen, weil wir hätten gar nicht weiter gehen können, oder? Du wolltest das Video ein bisschen strecken. Also man hätte es noch strecken können. Ich glaube ganz fest dran. Weil die Uni-Minions waren ja bei uns im Phoenix. Und wir hätten keine weiteren Minions bekommen und hätten wahrscheinlich noch viel zu viel Schaden gekommen und bla 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 bla. Und ich war recht low. An die habe ich gar nicht gedacht, ganz ehrlich. Na, das habe ich gerade nicht so ganz. Also am Anfang war ich sehr gut, aber ich habe am Ende nicht so ganz perfekt gespielt. Das war ein bisschen blöd von meiner Stelle aus. Gut, so ist das Leben. Cool. Oh, lustig, sie ist ja mit dem Baron Stark, ist sie hier. Sehr cool. Wie viel Schaden habe ich denn gemacht? 38.000. Cool. Am meisten Schaden aus der Runde. Ja, nice. Wieso hat der Ganesh mir so viel Schaden gemacht? Gladiator Shield. Okay. Unfreundlich. Gladiator, so wow. Und Pridwin. Okay. Ja, daher kam der ganze Schaden, glaube ich, am Ende. Aber gut, dann hoffe ich sehr, dass es euch drin gefallen hat. Würde mich natürlich über ein Like freuen. Gerne mal eure Meinung zu Baba Yaga. zu Mama Brigitte in die Kommentare schreiben. Würde mich freuen. Die gute alte Brigitte. Von der liest man sehr viel. Jo, dann passt euch auf. Danke fürs Zuschauen. Danke natürlich an dich wie immer fürs Mitspielen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Sag's noch ciao. Sag ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Oh Gott. Ciao.